sagen wir immer, auf geht's, HFC! Auf geht's, Termin!
Spielstand im Erdbeer-Sportpark. Halle Schöll FC. Darmstadt. Und unsere Torschützen, unser Mann mit der Rücke Nummer 11. Andi. 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 Danke. Thank you.
Hallo Sören, Glückwunsch zum Sieg, war eine tolle Leistung heute. Was ist der Unterschied heute zu Hause als das Spiel in Dortmund? Ja, ich glaube, dass wir heute einfach nur gewonnen haben. Ich glaube, wir haben heute wieder kein gutes Spiel gemacht. Aber wir haben heute gefightet und das haben wir vielleicht in Dortmund nicht so gemacht. Also wir haben uns für unsere läuferische und kämpferische Art und Weise haben wir uns belohnt, aber ich glaube trotzdem, dass wir heute kein gutes Spiel gemacht haben. Also man draußen sah es nicht so schlecht aus. Die ersten 20 Minuten war da ganz schön Bedrängnis. Danach war es eigentlich ein sehr guter Offensivfußball. Ja, es geht. Also ich glaube, wir können noch ein bisschen mehr. Also wir haben uns zu wenig Chancen rausgespielt und das Tor war eigentlich auch keine richtige Chance, da hatten wir schon ein bisschen Glück, aber ich glaube auch, dass wir haben in der Vergangenheit Spiele gehabt, gerade hier zu Hause, wo wir klar die bessere Mannschaft waren und wo wir keine Punkte geholt haben und heute waren vielleicht Darmstadt die bessere Mannschaft und wir haben die Punkte, also es gleicht sich irgendwo wieder aus. Genau, solange 1-0 gewinnen, sind wir alle zufrieden. Ja, genau so ist es, ja. Jetzt hast du wieder auf deiner rechten Seite gespielt, linke Seite gespielt, ja. Wieder rangekämpft? Ja, also ich glaube, ich hatte ein kleines Tief so vor ein paar Wochen und ich glaube... Du wolltest es jetzt nicht bezeichnen. Nee, ist schon okay. Aber ich bin da wieder draus, ich fühle mich gut. Heute war es ja vielleicht, wie gesagt, nicht so ein richtig gutes Spiel, aber wir haben alle gekämpft und zum Glück haben wir die 3 Punkte hier behalten. Wie tut es euch gut, dass ihr gegen der Tabellenzweiten gewonnen habt? Ja, ist immer schön. Also ich glaube, wir haben gerade auch gegen die Spitzenmannschaften wie RB Leipzig oder Heidenheim oder Wien Wiesbaden haben wir gute Spiele gemacht, da haben wir verloren. Heute Darmstadt war auch eine richtig gute Mannschaft, das hat man gesehen, gerade in der Anfangsphase. Und ja, die haben wir geschlagen und das macht uns sehr froh. Dann nimm das Positive mit und dann viel Glück für nächste Woche. Dankeschön. Ciao. Ja, Entschuldige. Hallo Pierre, Glückwunsch zum Sieg. Erste Frage, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Ich habe zwar einen Schlag oder vom Knie von Marcel Franke an den Hinterkopf bekommen. War so ein bisschen K.O., aber jetzt geht's mir wieder ganz gut. Letzte Woche auch schon verletzt. Du bist ja schon wie unsere Mittelstürmer. Na, ich hoffe nicht, dass es so weitergeht. War unglücklich, habe Leo gerufen, wollte den Ball abfangen und er knallt mir von hinten drauf. Ich sehe hinten nichts und letzte Woche war das vielleicht auch ein bisschen Übermut von dem Stürmer von Wernigerode. Hast du uns heute wieder mit super Paraden ein Spiel gehalten? Wie fühlt man sich da? Ja, nach dem Spiel in Dortmund, da lief es ja nicht so ganz so gut, da war fast jeder Schuss ein Treffer. Fühle ich mich natürlich besser, dass ich heute wenigstens mal dazu was beitragen konnte, dass wir die Null hinten gehalten haben und so soll es weitergehen. Die Fans haben es ja auch lautstark gedankt. Das habe ich nicht mitbekommen. Okay, dann vielen Dank. Ja, kein Problem, tschüss. Hallo Andi, schön, dass du noch Zeit gefunden hast nach den ganzen Interviews für uns. Glückwunsch zum Sieg und Glückwunsch zum Tor. Wie fühlt man sich so kurz nach dem Spiel als Matchwinner? Ja, danke. Ich denke, wir als Mannschaft haben das irgendwie hier gut über die Bühne gebracht, dass wir das 1-0 noch gehalten haben. Natürlich sehr glücklich bin ich. Ich bin auch sehr froh darüber, über das Tor, aber ich denke, der war zweimal abgefälscht und da habe ich echt viel Glück gehabt. Und ich denke, wir als Mannschaft sind sehr glücklich darüber. Wie fühlst du dich nach der guten Leistung heute nach dem Spiel? Weil die Woche über war ja ein bisschen Kritik. War es jetzt nötig, dass du da eine gelb-rote Karte bekommst? Ja, was heißt gelb-rot? Ich denke, also das in der Zeitung stand ja, ich hatte mir den Mittelfinger gezeigt, das stimmt ja gar nicht. Das hat der Novak ja sich auch entschuldigt dafür. Aber ja, ich denke, sowas passiert. Ich bin noch jung und ich hätte es nicht machen dürfen. Und ich habe mich dafür schon entschuldigt in der Pressekonferenz und ich entschuldige mich hier nochmal. Hast du heute mit einer super Leistung rangiert? Ja, naja. Ich denke, wir als Mannschaft haben das hier geschafft, dieses 1-0. Du kommst immer mehr in Tritt. Die ganzen HFC-Begeisterten sind begeistert von dir. Fühlt man sich da richtig gut mittlerweile hier in Halle zu sein? Natürlich, ich fühle mich sehr wohl in der Mannschaft, sehr wohl in der Umgebung und ich bin sehr froh, dass ich hier diesen Schritt gemacht habe. Ja, in Zukunft, das weiß ich noch nicht, was noch passiert. Wir freuen uns auch und vielen Dank. Danke.